Die 15 fiesesten Fragen zum Schwerbehindertenarbeitsrecht und angrenzenden Rechtsgebieten. Hallo und herzlich willkommen in unseren Podcast-Studios der WAF hier in Tutzing. Ich, Maja Lukacs, rede und spreche heute mit meinem sehr geschätzten Kollegen Niklas Pasti aus Berlin. Hallo. Niklas, du lachst. Maja, sollst doch fies sein. Maja, ich verstehe es nicht. Das haben wir doch schon gemacht, oder? 15 fiese. Ach, du meinst noch viel. Noch fiesere noch Fragen. Viel fiesere Fragen. Ja, hast du die denn mitgebracht? Die haben wir beide uns vorhin überlegt, die fiesesten Fragen. Hier sind sie, um Gottes Willen. Ja, aber sag mal, hier geht es ja um die Inklusionsvereinbarung. Das lernt man, glaube ich, in welchem Seminar oder Webinar? SBV Teil 3? Teil 3, SBV Teil 3 und sicherlich auch SBV Teil 2, unsere Webinare und Seminare. Und du sagst, das hat jetzt einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Du machst mir Angst hier. Ich kann die dann nicht beantworten. Das musst du dann machen. Das werden wir sehen. Vielleicht können es ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Fangen wir doch mal an, Niklas. SBV heute, der Podcast der WAF. Diesmal mit unseren Expertentipps für die Schwerbehindertenvertretung. Die Inklusionsvereinbarung. Die SBV darf und muss den Arbeitgeber, den Inklusionsbeauftragten, wenn es ihn denn gibt, den Betriebsrat einladen zu Verhandlungen über den Abschluss einer Inklusionsvereinbarung. Es ist also die SBV, die hier einlädt. Ist das richtig oder falsch? Das ist völlig richtig, lieber Niklas. Und was da drin steht in der Inklusionsvereinbarung, ist nicht so wirklich gesetzlich festgelegt. Im Zentrum steht, dass die Beschäftigungspflichtquote von 5% nach Möglichkeit irgendwann mal erreicht werden soll. Und ist die schon erreicht worden, brauchen wir irgendwelche Maßnahmen, damit die auch gehalten wird. Außerdem wird das BEM darin geregelt oder es kann darin geregelt werden. Und es wäre auch sehr, sehr ratsam, wenn der Anspruch auf eine behinderungsgerechte Beschäftigung irgendwie Eingang fände in diese Inklusionsvereinbarung. Richtig oder falsch? Auch das ist natürlich richtig. Ich kann das Integrationsamt, hier in Bayern sagt ihr Inklusionsamt, hinzuziehen, zu Hilfe rufen sozusagen zu diesen Verhandlungen über den Abschluss einer Inklusionsvereinbarung, wenn diese Verhandlungen ins Stocken geraten. Völlig richtig. Aber nochmal im Klartext, liebe Frau Kollegin, nicht der Abschluss der Inklusionsvereinbarung ist erzwingbar, sondern erzwingbar durch die SBV notfalls gerichtlich ist, dass diese Verhandlungen aufgenommen werden und dass sie fortgesetzt werden, immer wieder fortgesetzt, bis wir eine Inklusionsvereinbarung haben. Im Klartext völlig richtig. Und auch der Arbeitgeber hat etwas von einer Inklusionsvereinbarung. Jedenfalls behaupten das Niklas Pasti und Maja Lukacs, denn wenn keine Inklusionsvereinbarung besteht, dann ist das ein Indiz für die Benachteiligung schwerbehinderter Menschen in diesem Betrieb, sagt das AGG. Völlig richtig. Wie ist das mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement? Auch das soll ja Teil einer Inklusionsvereinbarung sein. Die SBV, was hat die für eine Rolle im BEM? Sie begleitet den schwerbehinderten Menschen, unterrichtet ihn über seine Rechte, sie rügt etwaige, ich weiß nicht, Arbeitgeberfehler und sie darf wohl auch eigene Vorschläge unterbreiten. Vor allem aber kann sie das BEM sogar gerichtlich erzwingen. Auch das ist völlig richtig. Es gibt tausend und eine Möglichkeit, um dem Schwerbehinderten im BEM zu helfen. Wenn der derzeit gar nichts braucht, dann soll er das sagen und protokollieren lassen. Wenn er tausend Probleme hat, sollte die SBV immer an die medizinische Rehabilitation denken. Wenn der Arbeitnehmer schon wieder arbeiten will, das aber noch gar nicht kann, dann ist das Schulbeispiel für die stufenweise Wiedereingliederung. Wenn der Schwerbehinderte ein Low-Performer ist, aus Sicht des Arbeitgebers, dann können Zuschüsse beantragt werden, genauer der Beschäftigungssicherungszuschuss. Geht es darum, einen Arbeitsplatz aufzurüsten oder umzurüsten, dann müssen wir an die Fördermittel denken. Und wenn ein völlig neuer Arbeitsplatz geschaffen werden soll, dann gibt es auch dafür Kohle, den sogenannten Eingliederungszuschuss. Und wenn man Appetit bekommt, sollte man immer Spaghetti-Eis essen. Alles sehr spannend und völlig richtig. Bitte, wir haben hier gerade genannt, sämtliche Maßnahmen oder doch beinahe alle, die Schwerbehinderte im BEM verlangen und beantragen können. Ja, also nochmal unbedingt nachhören, wer jetzt nicht so schnell war. Ich sollte im BEM Diagnosen oder Krankheitsursachen,
liebe Maja, gar nicht wirklich preisgeben. Ich sollte sagen, was ich habe, sondern eher, was ich brauche. Verstehe ich dich da richtig? Das ist aber völlig und absolut richtig. Maja, jetzt musst du mir helfen. Du hast hier was du hier zusammengestellt hast, ja? Du hast hier so einen Katalog zusammengestellt über mögliche Arbeitgeberfehler im BEM. Ich verliere hier den Verstand, aber gehen wir es mal durch. Es wäre ein Fehler, ein schwerer Fehler. Wir reden hier nur von schweren Fehlern. Wenn der Arbeitgeber das Integrationsamt ins BEM nicht dazu gebeten hat, obwohl doch dessen Leistungen hier hätten helfen können, dem schwerbehinderten Menschen. Richtig, ein Riesenfehler wäre das. Die SBV ist nicht eingeladen worden oder der Betriebsrat. Fehler oder nicht? Fehler. Der Arbeitgeber hat nicht darüber informiert, dass der schwerbehinderte Mensch zusätzlich zu Betriebsrat und SBV eine Vertrauensperson eigener Wahl, seine Mutter zum Beispiel, dazu laden kann. Fehler. Der Arbeitgeber hat nicht darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer eigene Vorschläge einbringen kann. Auch ein Riesenfehler. Der Arbeitgeber fragt proaktiv nach irgendwelchen Diagnosen. Fehler, Fehler, Fehler. Der Arbeitgeber schickt mich einfach zum Betriebsarzt ohne irgendeinen klaren Auftrag. Geht gar nicht, Fehler. Es gibt eine unsachliche Atmosphäre im BEM-Gespräch. Geht noch weniger, Fehler. Vernünftigerweise in Betracht kommende Lösungen werden einfach nicht erörtert. Auch falsch. Maßnahmen, auf die wir uns geeinigt haben, werden im Anschluss nicht umgesetzt. Geht nicht, Fehler. Der Arbeitgeber übersieht, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer einen einklagbaren Anspruch hat, zum Beispiel auf eine Versetzung im Rahmen der behinderungsgerechten Beschäftigung. Das Übersehen ist ein Fehler. Der Arbeitnehmer bekommt keinen Swimmingpool auf das Firmendach gesetzt, obwohl er es ordnungsgemäß beantragt hat. Auch das ist natürlich ein Fehler, wenn es eine Leistung ist, auf die er einen Anspruch hätte. Ja. Aber nur dann. Der Arbeitgeber, der protokolliert meine Vorschläge nicht. Ist das ein Fehler? Ich meine ja. Ja, und Maja, jetzt musst du übernehmen. Denn du stellst hier eine Frage an, die sich kaum ein Anwalt und kaum eine Anwältin wirklich herantraut. Das ist nur was für die Big Shots wie dich. Das ist eine richtig, richtig fiese Frage. Und zwar Stichwort das Beweisverwertungsverbot im BEM. Also, gibt's sowas? Ja, also erstmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, Niklas, aber selbst wenn wir Anwälte Beweisverwertungsverbot hören, also da zuckt man erstmal zusammen. Hör mir, uff. Also Niklas, richtig oder falsch? Gut zuhören. Personenbedingte Daten, die der Arbeitnehmer im BEM freiwillig und nach erfolgter Belehrung selbst preisgibt, dürfen in einem nachfolgenden Kündigungsschutzprozess nicht zur Rechtfertigung einer krankheitsbedingten Kündigung herangezogen werden. Richtig oder falsch? Höchst umstritten. Ja, höchst sehr umstritten. Höchst umstritten. Und immer noch ungeklärt. Ja, man neigt ja dazu zu sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Warum aber geht's nicht? Weil ich habe dir das doch gesagt, damit du bämst. Genau, Datenschutzvereinbarung, persönliche Daten und so weiter. Aber ja, du denkst, es ist machbar oder möglich. Ja. So richtig vollends sicher sind die BEM-Daten gar nicht, trotz aller Vereinbarungen und Versprechungen, denn so ein BEM kann auch scheitern. Also was empfiehlst du? Auf gar keinen Fall die Diagnose nennen. Ja, nicht zu viel quatschen. Bitte, wir sind beide wirklich Freunde, das BEM. Also geht absolut dorthin, ne? Und nehmt auch einen Vorschlag mit und lasst das protokollieren. Aber redet nicht zu viel, die Diagnosen interessieren niemanden. Richtig. Und selbst wenn man das anders einschätzen könnte, der Arbeitgeber wird diese Daten einfach nutzen. Was soll denn der Richter machen dann? Sich die Ohren zuhalten? Ja? Also die BEM-Daten sind nicht sakrosant. Es gibt, ich weiß nicht, hunderte, tausende Berufskollegen, die das Gegenteil behaupten. Und die können ihre Auffassung aber anders als du und ich schlicht nicht begründen. Ja? BEM-Daten sind nicht sicher. Ja, kommen wir wieder zu den leichteren Fragen. Es gibt da draußen 1000 Reha-Träger, also zum Beispiel die gesetzliche Unfallversicherung, die deutsche Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Agentur für Arbeit. Und wann immer ich Leistungen haben will, kann ich neuerdings bei irgendeinem Reha-Träger einen Antrag stellen. Und der muss den Antrag dann weiterreichen an den zuständigen Träger. Richtig? Völlig richtig. Eigentlich ist es ja egal, wo man einen Antrag stellt. Ja, Niklas. Inzwischen, ja. Oder? Und der dann zweitangegangene Träger, also der wäre dann zuständig, auch wenn er gar nicht zuständig ist. Genau, der muss leisten und dann im Innenverhältnis können die Träger dann das unter sich ausmachen. Ja, ich hoffe, unsere Begeisterung überträgt sich noch auf euch. Bitte, das ist juristisch eine Sensation, was wir gerade vortragen. Ja, aber wahrscheinlich dämmert ihr gerade weg. Aber ihr müsst noch bei uns bleiben, liebe Schwerbehindertenvertreter da draußen. Denn es soll noch gehen um den Anspruch auf eine behinderungsgerechte Beschäftigung. Der Laie sagt immer auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz.
Was kann der Schwerbehinderte so alles verlangen? Kann er verlangen, liebe Maja, dass die Arbeitszeit verkürzt wird und das ohne irgendeine Wartefrist, ohne Karenzzeit und ohne eine einzige Formvorschrift, ja oder nein? Natürlich, ja. Darf ich meine Arbeitszeit verlagern? Ja, auf alle Fälle. Aus behinderungsbedingten Gründen, ja? Ja, darf ich die dann wieder verlängern? Ja, das ist schwierig. Nur nach vorheriger Absprache mit dem Arbeitgeber. Aber mich versetzen zu lassen, so von der Großküche in die Verwaltung, das ginge schon. Das geht auf alle Fälle. Oder umgesetzt werden. Das geht auf alle Fälle, wenn es ein leidensgerechter Arbeitsplatz ist. Kann ich verlangen, dass du mir eine Aufgabe entziehst, die ich aus behinderungsbedingten Gründen einfach nicht mehr bewältigen kann? Natürlich, Änderung der Arbeitsorganisation, auch das ist denkbar. Kann ich beantragen, dass mir eine Aufgabe zugeteilt wird, die aus behinderungsbedingten Gründen besser bewältigt werden kann? Das, sie sollen ja beschäftigt werden und damit sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können. Krieg ich kostenfreie Tickets für das nächste Bob Dylan Konzert? Schön wär's. Maja, weißt du, dass ich da war? Ich weiß, du bist der größte Bob Dylan Fan, glaube ich. Ich liebe Bob Dylan, ich hoffe, es gibt ihn noch ganz lange. Bitte, der ist im Alter meiner Eltern inzwischen. Er kann wirklich, er kann nicht singen, er kann nicht Gitarre spielen, er kann nichts, aber es ist großartig. Man muss es erlebt haben. Fast so spannend wie das Schwerbehindertenarbeitsrecht. Maja, es gibt Inklusionsbeauftragte. Der richtig. Arbeitgeber muss die bestellen. Völlig haben richtig. Die besonderen Kündigungsschutz? Nein, haben sie nicht. Warum eigentlich nicht? Weil es nicht geregelt ist. Ja. Sind halt Arbeitgeberhansel, ne? Sind es nicht geregelt, sind vertreten Arbeitgeber, richtig. Genau, ja. Dieser Inklusionsbeauftragte, von dem du gerade sprichst, wenn der selbst schwerbehindert ist, das soll er ja eigentlich sein, kann der dann die SBV wählen? Ja, natürlich. Kann der sich wählen lassen? Als SBV? Und Inklusionsbeauftragter? Nein, also das kann keine Einmannperson darstellen. Ja, das geht bitte nicht. Sonst säß der ja auch in jeder Betriebsratssitzung genau. drin. Ja, richtig. Letzte Frage. Oh Gott, das waren wirklich endfiese Fragen, die du hier zusammengestellt hast. Lass es nochmal um das Selbstverständnis und die Haltung der SBV hier gehen. Was hast du mir hier aufgeschrieben? Die Aufgabe der SBV ist es, das hast du mit einem Augenzwinkern offenbar aufgeschrieben, den Arbeitgeber nicht zu provozieren. Riesengroßes Augenzwinkern, falsch natürlich. Nie zu erwähnen, dass es auch Sanktionsmöglichkeiten gibt. Auch das kann man durchaus machen. Nie an die Pflichten zu erinnern, die der Arbeitgeber so hat gegenüber den Schwerbehinderten. Macht das, ihr müsst das machen. Und wenn der Arbeitgeber, der Chef, aber sich umgekehrt auf das Gesetz beruft, ne, dann müssen wir als SBV immer, immer, immer stramm stehen. Nein, das würde ich jetzt so nicht sehen, Niklas. Dann nimmt man sich einfach einen Anwalt, jawohl, der ja. einen dann vertritt. Ja, und wer das ist, das haben wir jetzt geklärt. Richtig. Das kann in München nur Maja Lukas sein. Und wenn ihr mal urlaubsweise oder so in Berlin seid, ist ja auch eine schöne Stadt, dann gerne meldet euch bei mir. Maja, das hat sich so Bob viel Dill Spaß noch nicht gemacht. Bei dir gemeldet? Naja, soll ich dir was sagen? Ja. Du darfst jetzt aber nicht weitererzählen. Nein. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Niemand glaubt mir. 1991. Fragst du mich da mal, wer mir die Hand geschüttelt hat? Wer hatte die Hand geschüttelt, ja, Niklas? Sage ich euch in den Seminaren SBV Teil 1, 2 und 3.